Heute ist es ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Zumal Secondhand oftmals neuwertig ist, findet gebrauchte Kleidung immer mehr Abnehmer. Jetzt hat mit Pünktchen und Anton der erste Secondhand-Laden in Purkersdorf eröffnet. Pünktchen und Anton, wie kam es eigentlich zu der Idee? Naja, ich konnte meinen Beruf jetzt 9 Wochen in Zeiten von Corona nicht ausüben. Und da sind wir auf die Idee gekommen mit dem Secondhand und eben diesen Zudingen wie Rice und so weiter. Genau, und haben daran gearbeitet jetzt 2,5 Monate, dass wir das aufbauen können, was wir jetzt haben. Frau Lattermann hat eine Idee aufgegriffen, die allseits derzeit gefragt ist. Ja. Viele haben gute, tolle Sachen noch zu Hause, schönes, noch funktionelles Gewand, gefällt einem aber nicht mehr. Aber anderen gefällt es womöglich und dadurch dieses Geschäft aufzumachen, dass man hier quasi auch was herbringen kann, dass es verkauft wird als Secondhand-Ware. Aber wenn man sich so die Sachen hier anschaut, da ist kein Kratzer drauf, hängt kein Faden raus. Also ja, eigentlich gute Idee und ich wünsche ihr viel, viel Glück, dass es auch so weiterhin funktionieren wird. Das ist gefragt. Welche Arbeit steckt hinter der Aufbereitung? Sehr viel Arbeit, ja. Also es liegt schon sehr viel auch an den Kunden, ja, die einfach Sachen bringen, die in gutem Zustand sind und gewaschen sind. Das ist immer verpflichtend quasi und das ist der Grundstock. Naja, und dann ist es die ganze Dekoration und so weiter und mit dem Aufpepp eben von der dänischen Firma Rice und der niederländischen Firma Claire & Eve ist das, finde ich, dann noch so der Punkt am I einfach. Das sind die neuen Sachen, die wir haben, aber an sich, ja, schon recht viel Arbeit. Wann kann man vorbeikommen? Wann sind die Öffnungszeiten? Also Warenannahme habe ich am liebsten außerhalb der Öffnungszeiten, weil wir da einfach brauchen. Ja, wir müssen das in Ruhe durchschauen, wir müssen das registrieren und dann aufhängen und verteilen. Also da nach telefonischer Vereinbarung. Und unsere Öffnungszeiten sind an sich Montag von 8 bis 11, Dienstag 16 bis 18 Uhr, Donnerstag 16 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 12. Dadurch, dass jetzt zum Glück die Gesellschaft wieder nachhaltiger denkt und denkt wieder mehr an die Zukunft, an, dass es irgendwie die Produktion, dass man alles doch wieder verwerten kann, ist es jetzt, finde ich, sehr, nicht nur in, sondern sehr gefragt und einfach top. Also ich kann das nur unterstützen, auch wenn es leider Gottes für uns Männer hier noch keinen Platz gefunden, dass wir noch keinen Platz gefunden haben, aber für Kinder und für die Damen ist eine tolle, tolle Auswahl hier zu finden und ja, finde ich einfach eine gute Idee. Ist das Mutter und Tochter für Mütter und Kinder? Schon, ja. Ja. Und wir haben auch bei den Kindern, weil die Hanna ist eigentlich hauptsächlich für die Kinder zuständig, haben wir Petra aus Pepas Welt, die näht Kinderkleidung, sehr herzige, die haben wir dann draußen, auch auf Bestellung in allen Größen. Und da sind wir auch sehr froh, dass die bei uns ist und mit uns mitmacht. Und das macht alles du. Ja, schon. Die Kinder macht die Hanna. Ja. In welchem Zusammenhang steht Garten und Gourmet mit Pünktchen und Anton? Das ist im selben Haus untergebracht, im ersten Stock ist Pünktchen und Anton. Und im Erdgeschoss um die Ecke in der Schöffelgasse ist Garten und Gourmet angesiedelt. Und wir kooperieren natürlich, dass wir den Standort mehr beleben in der Kaiser-Josef-Straße. Und das ist für uns beide wichtig und wie gesagt, die Kunden können ja auch wechseln, weil man sieht ja von oben in den Garten und man kann einen Gusto oder Lust bekommen, nicht nur Secondhand-Ware zu kaufen, sondern dann auch unter Umständen mit Feinkost und mit Likören und Essigen sich zu verwöhnen.